Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, endlich ist es mal wieder soweit. Ich habe eure Kommentare natürlich schon hier professionell wie immer aufgerufen und habe mich da sehr drüber gefreut, über eure rege Teilnahme und Aktivität. Und ja, erstmal Prost, meine Lieben. Zum Feierabend hin gibt's nichts Schöneres. So, da sind wir bei der Folge 120 und da schreibt der Wieland: Gibby, die Backsteine brauchst du für Leo, um seine Base zu reparieren. Die Kraken hättest du Ferens geben müssen und mein Tipp wäre, bau einen Durchgang aus egal was, also Holz, Plane oder so, und stell das vor den Eingang, da wo die Tonnen stehen, und baue einen Wächter an die Stelle. Der verjagt die Polizei. Und es wäre cool, wenn du auf den Sarg ein paar Nelken legen könntest. Eine Kochanlage soll man noch bauen, sagt er. Ich meine, wir haben auch fast alle Teile dafür da. Fehlt, glaube ich, nur noch die Gasflasche. Die Wand hatten wir jetzt durch Zufall irgendwie schon dahin gebaut. Wächter. Müssten wir eigentlich auch irgendwie hinbekommen. Eine Kochanlage und ein Wächter. Habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Liebe Grüße gehen raus. Ja, die Backsteine für Ferens, beziehungsweise für Leo, genau. Da hatten wir auch einmal die Base repariert. Leider haben wir ja bei Ferens so ein bisschen reingeschissen, aber haben dann Gott sei Dank noch irgendwie die Stimme von Mäuser bekommen. Da bin ich wohl ganz froh drum. So, 121 müssten wir jetzt gucken. Da schreibt der Andreas Schawitzel: Die Base ist besser geworden. Kannst du mit anderen Wänden noch ein paar mehr Perks kriegen? Mit den Wänden glaube ich nicht. Wir haben jetzt Plane, Holz, Wellblech auf jeden Fall. Wenn, dann vielleicht noch irgendwie an einer anderen Stelle, in einer anderen Base oder so, noch ein bisschen was platzieren. Eventuell. Müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Wäre schön, wenn wir die Skillleiste noch irgendwie voll bekommen. Und liebe Grüße gehen raus, mal lieber. Der Wieland schreibt: Gibby, die nächste Saison bist du der König der Bettler. Und was machst du denn, wenn du König der Bettler bist? Kannst du dann Hobo Tough Life nochmal von vorne spielen? Ui. Krass. Krasse Idee auf jeden Fall. Ich sag pauschal mal nicht nein. Freut mich so, dass dir das so gefällt. Der Joe schreibt noch drunter: Ich hab's auch geschafft und wurde direkt König. Sehr gut, mein Lieber. Das freut mich. Ich freue mich auch schon auf den Moment, muss ich sagen. Da haben wir die ganze Zeit irgendwie drauf hingearbeitet, so ein bisschen. Und ja, liebe Grüße auf jeden Fall an euch beide. So, die 122. Da schreibt der Wieland: Gibby, mir geht es leider nicht so gut und es wird heute leider nur einen Kommentar von mir geben. Lieber Wieland, ich wünsche dir gute Besserung. Was auch immer du hast, ich hoffe, es geht dir schnell besser. Und ja, das ist die Hauptsache, dass einem irgendwie gut geht. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass dir schnell besser geht. Kannst ja gerne nochmal irgendwie reinschreiben, wenn es dir wieder besser geht. Relaxo ASMR fragt: Warum ist eigentlich deine Webcam schwarz-weiß? Ja, die habe ich damals so eingestellt und habe da so eine Standardeinstellung, die ich immer lade. Und hat einfach den Hintergrund, dass... lenkt euch dann nicht so vom Spielgeschehen ab und ich fühle mich so in Schwarz-Weiß eigentlich ganz wohl. Dann seht ihr nicht, wenn ich rot werde. Nee, hat einfach... einfach aus diesen Gründen, also... Genau. Ja, liebe Grüße, Relaxo ASMR. Der Nick Play schreibt: Bist der Beste, Dankeschön, mein Lieber. Liebe geht raus an dich. Und sehr liebe Grüße. Nick Wild schreibt: Ich schreibe immer was rein und ich habe meinen Kommentar gesehen unter Wieland. Nick Wild, sagt mir jetzt so nix. Bist du zum ersten Mal dabei? Oder habe ich da irgendwie einen Kommentar übersehen? Sonst kann es auch sein, dass der YouTube-Filter das irgendwie rausgefiltert hat. Dann gucke ich mal unter den nicht genehmigten Kommentaren, ob da irgendwie was von dir drin ist. Werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Liebe Grüße auf jeden Fall an dich.
KP schreibt, du solltest dir eine warme Jacke kaufen, die ist deutlich besser als der Saufbrüdermantel und kostet ungefähr 2000 Kronen. Noch besser ist die Thermokleidung. Die kannst du dir aber nicht leisten, ja. Das ist das Ding, Bruder, das ist das Ding. Ja, weniger Geld für Kaffee ausgeben, dann passt das vielleicht. Liebe Grüße gehen auch raus an Kurzschule an der Stelle. Ja, und natürlich an dich, KP. Habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Warme Jacke, wenn wir die mal sehen, dann stürzen wir uns drauf. Außerdem schreibt er, wenn du alle 6 Stimmen hast, dann kannst du direkt zu Herold gehen und musst nur noch einen Tag abwarten. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Da arbeiten wir ja drauf hin, wie schon gesagt. Und cool, auf jeden Fall nice. Werde ich mal notieren. Ja, meine Lieben, liebe Grüße gehen raus an euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten jetzt erstmal wieder voll durch mit Hobo Tough Life. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Mal ihm überlegen. Wir sind an der altbekannten Feuertonne bei Ferens. Da sitzt er. Im Dunkeln. Im Dunkeln und in der Kälte. Es geht uns ganz okay. Ganz okay. Wir könnten eine Kleinigkeit essen. Warten wir aber noch mit, würde ich sagen. Zur Toilette müssten wir auch. Ja, wahrscheinlich müssten wir dann irgendwie unsere Base mal wieder ansteuern. Wir waren jetzt ja gerade so gepolt, dass wir den Mantel unbedingt bekommen wollen. Ne? Die Bikerjacke für Bär. Damit ihr da auch auf dem neuesten Stand seid. Wir haben hier, glaube ich, alles verkauft an Möbelstücken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das tun wir mal eben bei Drugs. Wir haben ein paar neue Sachen gefunden. Eine Schachtel Marlboro. Schön. So, so ein olles Kissen dazu verbrauchen wir nicht. Schrankwand haben wir keinen Platz für. So, das einmal weg. Und wir werden jetzt mal eben kurz die Bretter hier um die Ecke mitnehmen. Werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Und dann einmal nach oben in Richtung Bahnhof tingeln. Da ist der Plan, dass wir ein bisschen Geld zusammenkratzen, eventuell, wie schon gesagt, für den warmen Mantel oder die Bikerjacke. Also Geld brauchen wir auf jeden Fall. Ne? Wie immer. Ah, die Base hier, die ist auch ganz, ganz niedlich. Ja, es schneit sogar hier drin. Fürchterlich. So, bevor wir gleich ein Herzkasper kriegen, laufen wir die Treppe mal langsam hoch. Wütet denn gerade noch dieser Sturm, dass keine Passanten auf der Straße sind? Oder wie ist die Lage der Dinge? Wie ist das denn hier? Ich sehe hier niemanden. Ich sehe hier wirklich niemanden. Wegen des Unwetters beschlossen. Alles klar. Dann weiß ich ja schon wieder, was Phase ist. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal kurz aufs Ohr hauen. Und ich cutte euch das raus. Bis dahin sollte der Sturm hoffentlich vorbei sein. Und der Shop wird sich dann auch resetten. Dann können wir mal gucken. Also drückt hinterm Bildschirm schon mal sporadisch die Daumen, dass das hoffentlich was wird. Also wenn sogar die Kirche geschlossen ist, ne? Dann ist es wirklich ein schlimmer Sturm. Ja, minus 11 Grad ist auch nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall. Ich finde es ja auch ganz witzig, wie neuerdings sogar der Wetterbericht das aktuelle Wetter dramatisiert. Der Sommer fängt gerade an. Klar ist das dann mal 30, 40 Grad. Ist normal für den Sommer, ne? Und was ist dann? Die Wetterkarte ist knallrot hinterlegt und die schreiben, oh, größte Hitze seit 200 Jahren. Also was sie jedes Jahr schreiben, so, ne? Ihr wisst Bescheid. So, wir hauen uns mal kurz hin. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, da wären wir wieder. Schön warm ist es noch, die Tonne brennt noch. Dann werden wir uns doch mal schön was Leckeres einverleiben. Ich bin hier für den schmackhaften Mansch. Da sind wir auf jeden Fall satt. Dann gönnen wir uns noch einen Apfel hinterher, gegen die Krankheit. Ja, wegen den ganzen Ballaststoffen müssen wir jetzt mal eben kurz unsere Toilette benutzen.
Gott sei Dank haben wir noch eine Rolle Klopapier. Wie er auch einfach für einen Toilettengang eine ganze Rolle braucht, ne? Fantastisch. Das hört sich nicht gesund an, so wie der presst. So, mal kurz wärmen. So. Ja, wir sind gar nicht schmutzig geworden. Wir sind gar nicht schmutzig geworden. Trotzdem mal ein Feuchttuch, ne? Einfach aus moralischen Gründen. Ja, es geht uns gut. Ich denke, die Nacht ist auch gleich vorbei. Dann werden wir mal die Shops ansteuern gehen. Haben wir noch Kleidung zum Verkaufen? Ja. So ein bisschen was haben wir noch. Den Anzug würde ich allerdings gerne behalten. Ich schaue deswegen gerade, weil wir könnten uns eigentlich schon mal auf den Weg machen zu Shrug. Mir fällt da aber gerade ein, dass wir den Schrein ja auch noch haben. Und ich gucke mal gerade im Lager, ob wir noch so ein TK-Hähnchen haben. Eins haben wir noch. Tatsächlich, das können wir noch eben aufbrauchen. Solange es noch dunkel ist, warum nicht, ne? Blackmail-Hose. Ja, schade, dass sie nicht mehr Geld wert ist. Wirklich. Blackmail-Stiefel? Ja, wie wär's denn mit einer Bikerjacke? Da lasse ich sogar noch ein TK-Hähnchen für springen. Ach, tote Katze, ja. Die haben wir mal dringend gebraucht. Ach nee, der Vogel war das. Der tote Spatz, genau. So, Blackmail-Jacke. Wir wollen es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Auf jeden Fall gut Kleidung wieder bekommen hier. So, Verbände haben wir ja genug. Achso, wenn wir mal rein hätten, wir vielleicht machen sollen, bevor wir schlafen gehen, aber... Egal. Ist nicht so dramatisch. So, jetzt gehen wir zu Shrug, nachdem wir hier die Tonnen schön gelootet haben. Weil nicht mal die Polizei hat Lust, jetzt hier rumzulaufen, also... Besseren Zeitpunkt gibt es ja gar nicht. Finde ich. Ja, die können wir jetzt übrigens auch gefahrfrei looten. Und bekommen ein paar Baumaterialien, das ist schön. Das freut mich doch sehr. Erstklassiger Abfall. Schade, dass die Kaffeebecher da nicht voll sind. So, da ist jetzt die Fischgrätenbarriere nach oben hin. Da kann ich nicht lang hovern. Oder wir machen unsere frisch gewaschenen Sachen dreckig. Das muss ja auch nicht sein. So, hier waren wir ja schon, genau. Vorgrim geht's auch gut. Denke ich. Der Boden ist immer schweinekalt. Ich brauche eine Schlafunterlage. Ja, du frierst hier sonst den Arsch ab. Ich kann dir was zusammenschustern. Wie schwer kann es sein, sich einfach Pappe zu nehmen? Wir gucken mal. Wir kümmern uns drum. Ja, ist kein Problem, Vorgrim. Alles für dich, Vorgrim. Du hast uns die Tigersalbe besorgt. Ja, das werden wir dir nie vergessen. So. Schlafunterlage. Schlafunterlage aus Pappe. Ja, die können wir ihm bauen. Das kann ich. Wir könnten sogar die bessere machen. Na, das bringt uns vielleicht noch ein paar mehr Vertrauenspunkte, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht freut er sich ja darüber. Ach, verdammt, er will die aus Pappe haben. Mensch, Vorgrim, ich habe doch was viel Besseres für dich. Schmieren wir gleich Tigersalbe drauf. Macht er kein Auge mehr zu. So. Ach, steht ja auch rechts, 1 von 1, ja. Habe ich nicht gesehen gerade. So, mein Lieber, hier bitteschön. Danke, Mann, klasse. Gerne, gerne. Wo wirst du denn schlafen heute Nacht? Ja, ich sag dir... Er wird überfallen, er macht sich Sorgen. Okay. Eine Kippe, alles klar. Wieder ein Vertrauenspunkt mehr.
Wunderbar. So, wir wollten zu Shrug gehen, Sachen verkaufen. Gucken, ob er Bärs Mantel jetzt hat. Und ihm Energie abluchsen. Wenn es denn so läuft, wie wir es uns vorstellen. Ja, die Bücher können wir auch nicht verkaufen. Ich glaube, wir haben auch gar keine mehr. Müssen wir mal schauen. Gleich erstmal da an die Tür klopfen, ob Herr Polrecht da ist. Der gute alte Herr Polrecht. Ne, Feierabend. Nicht mal erster. So, wir müssen hier lang. Die Schläger sind auch nicht am Start. Nö. Ja, dann. Dann nehmen wir uns mal die Zeit und gucken hier in die Tonne rein. Ja klar, jetzt, genau in dem Moment ist halt Unwetter vorbei, wo ich da reingucken will. Das kannst du doch keinem erzählen. Scheiße. Was die Reifen betrifft, ja, die haben wir vergessen, tut mir leid. Scheiße. Da haben wir die Stiefel, ja. Und eine Thermojacke für 4, die sonst 8000 kostet. Das ist schon sehr, sehr geil. Cargohose und den Pulli. Ja, die können wir verkaufen. Weg, weg, weg. Gummistiefel, Sandalen. Unseren schönen Anzug natürlich nicht. So. Ja, ärgerlich. Wir haben nur die Stiefel. Wie kann das denn sein? Das ist ärgerlich. Ja, egal. Wir fahren trotzdem weiter Geld. Und gucken dann gleich mal bei Anatoli. So. Kokosflocken hätten wir auch noch. So. Schön was zusammenfahren hier wieder. Wir sind natürlich sehr berechnend unterwegs. Oh ja. Alter Schwede, über 100 Kronen. Das ist doch sehr nice. Ja, ihr seht schon, also. Selbst die schweren Leute, die knacken wie Haselnüsse. Und ein Hamburger. So ein Ehrenmann. Und 100 Kronen noch oben drauf. Kann's mir gar nicht besser vorstellen. 17 und ein Verband noch. Herr Officer, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie gucken so steif. So, 42, wunderbar. Und da sind wir auch schon wieder über 1000 Kronen. Ein Palästinensertuch noch dazu. Ja, 1,2 haben wir, aber ich glaube, wir brauchen so um die 2000, ne? Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja. 28. Ach, die Sonne geht auf. Aber ich glaube, über 0 Grad wird es nicht mehr werden. Da ist ein Schläger, der für uns keine Bedrohung darstellen sollte. Ja, ich komme auf dich zu, Alter. Lass mal was rüberwachsen hier. Ah, du willst dich nicht mit mir anlegen, Kollege. 39. Und er ist tot. Ja, wunderbar. Das hat er sich woanders vorgestellt. Ne, leg dich nicht mit Gibi an. Der hat einen Klappspaten. Anatoli, was hast du so da? Er hat die Bikerjacke, meine Lieben. Er hat die Bikerjacke, ne? Darauf erstmal ein Biertornado. Nein, Spaß. 1200. Oh, ist das schön. Ist das schön. Wunderbar. Anatoli, so ein Engel. Meine lieben Freunde. Und jetzt bin ich gespannt, was denn der Bär sagt. Also, wir haben das komplette Outfit jetzt zusammengesammelt. So, roundabout 10.000 Kronen oder so hat das gekostet. Hat übel lange gedauert. Ach, wir nehmen mal hier die Abkürzung.
Und ihr wisst es doch, wir sind seit Folge 70 oder so dabei, die Sachen zu suchen. So, Bärchen. Ich hab was für dich. Bikerjacke. Das ist cool. Nimm sie, sie gehört dir. Super. Geil, danke Kumpel, das ist unglaublich. Schon gut, Bär. Du siehst cool aus in deinem Biker-Outfit. Nur dank dir, Mann. Nur dank dir. Ja, pf, jetzt übertreibst du aber. Nein, tust du nicht. Ach, ganz und gar nicht. Du hast doch all dieses Zeug besorgt. Das bedeutet mir sehr viel, Kumpel. Weißt du was? Hier hast du meinen guten alten Mantel. Er sieht vielleicht verdächtig aus, aber er hält dich wirklich warm. Perfekt, um unbarmherzige Winter zu überstehen. Hier, nimm ihn. Er gehört dir jetzt. Wow, Bär, danke. Nicht der Rede wert, Bruder. Auf bald. Schön. So, dann lass uns nochmal über das Mülltauchen reden. So, wir sind jetzt fortgeschrittener Mülltaucher auch noch. Etwas bitten, dann hätte ich gerne ein bisschen Energie von dir, Kollege. Kaffee for free. Und wir hätten gerne noch einen. Super, so. Und jetzt, ja, wie wir schon gedacht hatten eigentlich, können wir fester Bärs Mantel geben. Aber den möchte ich mir nochmal angucken vorher. Ui. Der ist aber wirklich gut, ne? Der ist aber schon wirklich gut, der Mantel, ne? Muss man sagen. Ein immer wieder von Hand aufgebesserter Mantel. Nach Jahren wurde er zu einem einzigartigen Mantel, der er nun ist. Ja. Sehr geil. Das freut mich über alle Maßen hinaus. So, da wird der Fester sich aber freuen. Ne? Ja, also was wir da jetzt wohl bekommen, da bin ich ja mal gespannt. Für diese harte Arbeit werden wir jetzt sogar den supergeilen Mantel weggeben, den wir bekommen haben. Ne? Was mag da wohl rausspringen für uns? Fester, ich habe Bärs Mantel. Er ist wirklich cool, aber es gibt keine Möglichkeit, ihn zu bekommen, ohne Bär zu töten. Pff, wenn du meinst, ihm seinen Mantel zeigen. Heiliges Kanonenrohr, du hast Bär umgebracht. Nein, nein, ich habe es lediglich geschafft, ihm bessere Kleidung zu besorgen. Der Mantel gehört nun dir. Grundgütiger, was willst du denn dafür haben? Hm, du kannst ihn umsonst haben, wenn du mir dafür ein unvergessliches Festmahl kochst. 2000 Kronen. Ah, ich denke, ich behalte ihn. 2000 Kronen, Kronen, die kriegen wir immer wieder. Ein unvergessliches Festmahl. Abgemacht, ich werde so viel kochen, dass du niemals alles auf einmal schaffst. Hier ist der Mantel, gib gut auf ihn Acht. Wow, und du kommst dann für das Festmahl wieder, okay? In Ordnung. Ist das Festmahl fertig? Lass mir etwas Zeit, Mann. So, schön. Schön, da werden wir drauf zurückkommen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das dann so verhalten wird wie mit den Spritzen von vom Kraken. Dass wir dann richtig hochgebufft werden, kann ich mir vorstellen. So, kalt ist uns nicht wirklich. Wir sind ja auch gut eingekleidet, wie ich finde. So, wir werden mal beim Mäuser vorbeischauen. Unser alter Freund. Alter Toaster, alter Herd, Waschmaschine, Matratze, Dreirad, Whiteboard. Den alten Herd. Nö. Den haben wir, glaube ich, sogar noch. In unserer Base. Den müssten wir sogar noch haben. Ich kann aber bei ihm nachschauen. Ich kann ja auch hier auf das Lager zugreifen. Wir wollten ja sowieso die Scarecrow und die... Ach, Scarecrow, die... Den Wächter, ne? Eine Kiste und zwei Autoreifen. Das sollten wir hinkriegen. Trinkecke, Küche. Herd, Topf, Gaspulle. Oh nein. Die verdammte Gaspulle schon wieder. Da haben wir doch eine Ewigkeit nach gesucht. Waschmaschine würden wir vielleicht hinkriegen, wenn wir noch ein Fass hätten. Aber den Wächter, den kriegen wir auf jeden Fall hin. Den Wächter, den müssten wir auf jeden Fall hinbekommen.
Da brauchen wir eine Kiste und zwei Autoreifen. Eine Kiste und zwei Autoreifen. Das müssten wir doch noch da haben, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hinlaufen wollte. Wir wollten natürlich zu unserer anderen Base. Und Kiste und zwei Autoreifen auftreiben. So, wir nehmen mal kurz den Bus, dann sind wir schneller da. So. Nach wie vor bestes Feature hier. Schnellreise. So, da torkeln wir fröhlich durch den Schnee. Und freuen uns schon mal auf das Festmahl von Festa. So, da sehe ich doch schon einen Autoreifen. Jetzt bräuchten wir noch einen. Den wird nicht haben. Zumindest nicht hier draußen. Die Kiste haben wir aber safe. Die Kiste haben wir safe irgendwo stehen. Hatten wir zumindest mal. Wir hatten die Kiste mal, da bin ich mir sicher. Oder ich bin jetzt eiskalt dran vorbeigelaufen gerade. Ah, ich meine mich vage erinnern zu können, dass wir das bei unserer Schneebase stehen hatten. Der Weg dorthin ist nicht allzu weit. Nicht verzagen. Gibi fragen. So, der Weg dorthin führt uns da hinten lang. Ja, genau. Hier ist das Treppenhaus. Der gute Herr ist nicht spendabel. Muss aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. Ja. Wie immer die falsche Richtung eingeschlagen. Hier wollte ich eigentlich hoch. Das ist beim Hotel, genau. Stimmt ja. So, da ist unsere Base. Mit Glück haben wir da einen Autoreifen und eine Kiste stehen. Wenn nicht, dann flitzen wir nochmal eben zum Hotel. Ja, da ist noch ein Autoreifen, wunderbar. So. Eine Kiste auch hier irgendwo? Nee. Schön, oder? Aber kann sein, dass wir die Kiste beim Hotel stehen haben. Ja, haben wir ja gerade aus der Ferne schon gesehen. Da werden wir mal eben vorbeischauen. Müssen wir doch irgendwie zusammenbekommen, das Zeug. Ich weiß, es ist alles da. Ich weiß, es ist alles da, ne? Das ist wie bei den Dudolfs. Haufenprinzip. Irgendwo findet man das immer. Boah, hier, da könntest du auch richtig geil mit dem Schlitten runter. Würde mich mal interessieren. Baulich, gibt es sowas wirklich? So ein Fußgängerüberweg, Straße so in der Neigung hoch? So. Dann schauen wir mal. Eine Kiste. Da stehen sogar zwei, meine Lieben. Ne? Das wusste ich doch. Wisst ihr was, wir nehmen mal beide mit. Am Ende stand da nämlich zwei Kisten oder so. Ich kenne mich. So. Den werden wir jetzt da schön positionieren. Wie ihr das in den Kommentaren schon gesagt habt. Ja, das wäre total lustig, wenn der Wächter irgendwie die Polizei ein bisschen abhalten würde. Wäre auf jeden Fall ein total sinnvolles Feature, aber meistens laufen die ja sowieso nicht in die Base rein, aber ich fände es trotzdem lustig. Einfach um so ein Ding zu haben. So. Da haben wir ihn ja. Welche Aufgaben haben wir denn aktualisiert? Ach so, weil wir die Autoreifen jetzt verbraten haben, verstehe.
So, falscher Knopf, pardon. So, da haben wir ihn ja. Oh ja. Der sieht ja wunderbar angsteinflößend aus. Vor allen Dingen mit dem Teddybär da vorne dran. Der kommt doch mal hier hin dann. So. Wunderschön. Der steht auch so, dass wir da überhaupt nicht mehr vorbeikommen. Zumindest nicht nach rechts hin. Muss man nochmal nachjustieren. Nochmal so. Genau. Da haben wir die tragbare Kochplatte. Unsere Kiste. Ein Teddybär. Da sind die Autoreifen. Wir haben nur zwei gebraucht und hier sind vier dran. Aber ist ja egal. Sollen wir recht sein. Kopfhörer. Also. Mashallah. Da traut sich keiner mehr rein. Das ist ja wunderbar. Ja, so, wir gehen aus dem Baumenü raus und ja, damit würde ich gerne die Folge dann beenden. Ich sehe gerade, wir sind bei über 30 Minuten. In alter Manier schön am Feuer, ne, so wie es sich gehört. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden dann in der nächsten Folge das Festmahl verköstigen. Und ja, was dann? Mal eben gucken. Mantel für Fester. Ja, die Belohnung abholen, genau. Das brauchen wir nicht machen. Altmetall beschaffen ist auch nicht unser Ding. Wir haben eigentlich alle Quests irgendwie fertig. Also wir haben hier zumindest keine mehr. Ah, ich kann mal gucken, ob wir noch Hühnerknochen haben. Die könnten wir zum Ghoul unten bringen. Dann könnten wir vielleicht nochmal bei der Polizei vorbeischauen. Aber da hätte ich dann Angst, dass wenn wir bei der Polizei vorbeischauen und reinsnitchen, dass wir dann Stimmen verlieren. Ich mache mir dazu nochmal Gedanken. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, es bleibt spannend. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr nichts mehr und ihr zeigt mir, ob es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Macht euch keinen Stress. Bis dahin. Ciao.